Ja, schönen guten Abend, Köln. Ich muss zugeben, ich war vor meinem Auftritt hier bei Nightwatch sehr nervös. In etwa so wie bei meinem ersten Date. Weil das heute Abend hier genauso abläuft, werde ich heute Nacht mich weinend in den Schlaf masturbieren müssen. Es wäre also schön, wenn ihr zumindest die nächsten 10 Minuten so tun würdet, als hättet ihr Spaß. Das macht meine Frau jetzt seit 15 Jahren. Für mich geht das total klar. Was gar nicht klar geht, ich bin 42 geworden vor ein paar Wochen. Und ja, wenn ich Glück habe, war es jetzt Halbzeit. Gewisse Körperteile riechen auch schon nach Verwesung. Und ich merke es auch körperlich, dass ich alt werde. Zum Beispiel sind bei mir die Glocken auch schon länger als das Seil. Und gemerkt habe ich das, als ich letztens auf dem Klo saß, weil die Hunde nämlich im Wasser hingen. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich aufs Klo gehe, muss ich die jetzt auf die Kloschüssel legen und aufstehe. Wenn ich aufstehe, muss ich aufpassen, dass ich die Klo-Deckel drauffallen lasse. Ich kann auch nicht mehr nackt durch die Wohnung laufen, weil die Katzen mir ständig hinterherlaufen, weil die mit meinem Gehänge spielen wollen. Und, und ich werde auch immer grauer, nicht nur im Bart, auch unten rum. Mein bestes Stück sieht schon aus wie Gandalf der Graue. Jedes Mal, wenn er steht, rufe ich immer, du kommst nicht vorbei. Aber ich bin alt und noch nicht tot und manchmal gehe ich noch raus. Ich war letztens vor ein paar Wochen mit meinen Kollegen im Kitchens Club in Wuppertal. Das ist so ein Dance-Schuppen. Und wir haben wahrscheinlich den Altersdurchschnitt so um 10 Jahre nach oben gehoben. Aber es war mal ganz interessant zu sehen, wie die jungen Leute heutzutage flirten. Und die Mädels hier im Raum werden mir recht geben. Es gibt doch nichts Schlimmeres als ein Typ, der total stockbesoffen und völlig unbeholfen ein hübsches Mädchen antanzt, oder? Ist doch so. Ja, das haben meine Kollegen mir auch gesagt. Ich habe dann aufgehört. Aber nein, ich hab großen Respekt vor Frauen. Gerade in Anbetracht dessen, was sie mit uns Kerlen so alles ertragen müssen. Zum Beispiel beim Sex. Frauen sind beim Sex göttliche Wesen. Sie sind wie die Elben bei Herr der Ringe. Sie reiten auf einen, strahlen in so ein göttliches Licht so. Und wir Typen, wir sind eher so. Wir klingen wie verdammte Orks. Tötet den Hobbit. Bringt mir den Ring. Und beim Masturbieren genau das gleiche. Frauen liegen auf den Rücken, lassen die Finger kreisen. Und wir Typen so. Mein Schatz! Aber nichts gegen Masturbation. Ich masturbiere gerne und oft. Es kostet nichts. Es macht Spaß und viel blinder kann ich auch nicht werden. Manchmal habe ich sogar ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit meiner Frau schlafe, weil ich meine Hand fremd gehe. Und ich habe jetzt einen 11-jährigen Sohn zu Hause sitzen. Und ich weiß genau, der kommt jetzt in die Pubertät. Und irgendwann werde ich mir dabei erwischen, wie er sich einen runterholt. Und ich habe wirklich lange überlegt, wie reagiere ich, was mache ich. Und ich habe mich wirklich für den folgenden Plan entschieden. Also wenn ich irgendwann in sein Zimmer gehe, die Decke so hoch und runter, es hört dann panisch auf. Ich werde es mal so tun, als hätte ich nichts gesehen. Dann gehe ich in sein Zimmer, setze mich erstmal auf die Bettkante und dann warte ich erstmal. Ich warte, bis man die Anspannung wirklich fühlen kann, dann sage ich irgendwann zu ihm, Lukas, jedes Mal, wenn du dir einen runterholst, stirbt irgendwo auf der Welt ein Katzenbaby. Ich gebe es zu, es ist gemein, aber ich habe so einen inneren Witzezwerg, der zwingt mich einfach dazu, solche Sachen zu machen. Ich war zum Beispiel letztens mit meinen Kindern, 11-jährigen Sohn, 4-jährige Tochter, im Wuppertal auf dem Zoo, Kinderspielplatz, haben die gespielt, wir mussten los und ich habe dann gerufen, Adolf, Eva, wir müssen gehen, der Papa muss noch zur NPD-Demo. Meine Frau fand das übrigens gar nicht lustig. Und ich kann es halt einfach nicht zurückhalten. Ich bin letztens auf dem Weg morgens zur Arbeit in Mettmann von der Polizei kontrolliert worden. Und es war ein Drogentest. Schönen guten Tag hier. Wie sieht es aus bei Ihnen mit Drogen? Ich sage, ich habe nichts dabei. Fand er nur grenzwertig witzig. Hat mich auch direkt mitgenommen aufs Revier und ich musste eine Drogen-Urinprobe abgeben. Und es gibt wirklich wenig, was demütigender ist. Man steht in so einer Toilette, es gibt hier so eine Trennwand, die Tür ist offen, daneben stehen zwei Polizisten, weil die müssen ja in der Nähe sein. In der einen Hand hat man seinen Pillemann, in der anderen den Becher. Und obwohl es wirklich unangenehm war für mich, höre ich mich sagen, ich kann gerade nicht klein, ich mache jetzt einfach groß in den Becher. Ich weiß nicht, ob die das lustig fanden. Als ich dann rauskam, haben die beiden nur so mit dem Kopf geschüttelt, ich habe ihnen das Ding gegeben, so guten Durst, Dankeschön. Wie gesagt, ich kann einfach nichts dagegen tun. Mein Sohn ist voriges Jahr auf die Realschule gekommen und er hat gesagt, Papa, ich möchte nicht, dass du mich bis vor die Schule fährst. Ich habe es trotzdem gemacht. Da habe ich gewartet, bis er bei seinen Freunden ist. Dann habe ich meine Jacke ausgezogen. Darunter trug ich ein pinkes Top von meiner Frau, bauchfrei, sah ungefähr so aus. Dann habe ich gerufen, Lukas, der Papa hat dich lieb. Und dein anderer Papa auch.
Ja, es kommt davon, wenn der Vater Comedian ist. Dankeschön. Es gibt aber gewisse Situationen, wo das nicht angebracht ist. Zum Beispiel beim Sex habe ich meiner Frau gesagt, Schatz, von hinten siehst du ein bisschen aus wie meine Mutter. Geht gar nicht. Aber ich glaube generell, ich bin so in sexuellen Dingen so ein bisschen seltsam und gestört. Ich habe lange überlegt, woran das liegt. Meine These ist, es liegt an meinem allerersten Mal. Es fängt damit an, ich hatte das erste Mal Sex mit einer Frau im Bett meiner Eltern. Ich möchte betonen, dass sie nicht dabei waren. Das war irgendwann in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, und ich war total lattenstramm, meine Eltern waren nicht da und ich landete dann halt mit dieser jungen Dame im Bett und sie trug so ein Body, das trägt man glaube ich heutzutage nicht mehr, das ist so ein Ganzkörperschutzanzug, der irgendwo in diesem Bereich aufgeht, ich hatte aber keine Ahnung wo, ich habe also da oben rumgefummelt, gezogen, gezerrt, irgendwas reißen gehört, das war nicht richtig. Und dann irgendwann habe ich da wirklich die richtigen Knöpfe erwischt, es machte Fusch und es kam mir ein riesiger Busch entgegen, wenn man den Augen aufgeklebt hätte, man hätte eine Handpuppe draus machen können. Und dann haben wir dann so weitergemacht und ich dachte, ich habe keine Kondome, hast du Kondome dabei? Ich sagte, ja, komm hier. Und das waren die Black Hammer XXL. Hier muss ich mal kurz einhaken. Ich habe keinen besonders großen Penis. Eine Ex-Freundin von mir hat mal gesagt, Grasi, wenn man deinem Penis Elfenflügel aufklebt, sieht hier aus wie ein Kolibri. Nur damit ich, aber ist nicht schlimm, was mir an Größe mangelt, mache ich an Geschwindigkeit wieder weg. Ich trug damals den Spitznamen die Nähmaschine. Aber das nur am Rande. Und ich hatte einfach dieses Kondom, was einfach zu groß war. Es war so ein bisschen, als würde man sich so eine Fleischwurst in so eine Plastiktüte packen. Aber zum Glück hatte meine Mutter auf dem Nachttischschränkchen noch so Haargummis. Die habe ich dann genommen, so 2-3 Mal drum gemacht und dann ab dafür. Aber ich war ja lattenstramm. Männer kennen das, da geht gar nicht. Und das ist so ein bisschen, als würde man versuchen, Billard spielen mit einem Seil. Das geht. Dazu kam noch, dass die junge Dame sich nicht wirklich Mühe gegeben hat. Teilweise hatte ich das Gefühl, ich würde einen von diesen Teddybären poppen, die Geräusche machen, wenn man auf den Bauch drückt. So. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, ach komm, da stecke ich. Ich bin dann einfach von ihr runtergerollt und dachte mir so, das hat eh keinen Zweck mehr. Und ich gucke so an mir runter und ich denke mir so, das Kondom ist weg. Huch, die Haargummis sind auch weg. Ich gucke nur so rüber auf diesen riesigen Busch und plötzlich höre ich die Indiana Jones Musik in meinem Kopf. Da, 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 da. Vielen Dank, viel Spaß noch, Köln. Tschüss!